So, hallo und herzlich willkommen bei Arma 3 Epoch. Und wie ihr seht, sind wir in Elektro und das Ganze bedeutet nur eins. Wir haben unseren zweiten Server hochgestellt, online gestellt und da läuft Chernobus. Wir wollen euch jetzt gerade mal ein bisschen das zeigen. Und zwar für alle gleich vorab, die Map ist nicht die Standalone Map, sondern die Arma 2 Mod Map, also die DayZ Mod Map. Das Ganze heißt, viele Gebäude sind nicht begehbar. Ja, ist ein bisschen tricky. Alle, die Arma 2 DayZ gezockt haben, die wissen genau, welche Gebäude begehbar sind. Wir können hier gleich mal ein bisschen durch die Stadt schlendern, dann sieht man das ganz schnell. Einfache Grundregel, in welches Haus man nicht in die Fenster reingucken kann, kann man auch nicht reingehen. Und alles andere kriegt man raus. Wenn ihr Probleme habt, die Map zu installieren oder den neuen Patch, guckt einfach mal ein anderes Video an. Das wird auch hochgeladen sein, wenn das Video da ist. Da erklären wir das nochmal. Jo, jetzt machen wir gleich mal eine Schlender in die Feuerwehr rein. Loot-Gegenstände sind wie in Arma 3 Epoch bekannt. Also hier gerade so zum Beispiel dieser Schuhkarton, diese Schränke. Kann man dann auch ganz normal looten. Und sieht halt jetzt teilweise ein bisschen ungewohnt aus, wenn man hier die Sachen, die man eben aus Arma 3 gewöhnt ist, in Chernobus hat. Aber das ist, denke ich mal, für alle kein Problem. Also ihr seht's, die Gebäude hier, da kann man nicht in die Fenster reingucken, somit auch nicht reingehen, braucht man gar nicht versuchen. Hier kann man, hier steht ab und zu zum Beispiel was, das ist auch so ein typischer Loot-Table. Hier sieht man auch so eine Mülltonne, die kann man mit I umkicken. Ist jetzt auch was drin. Also man muss hier da ein bisschen gucken und... Hier ist eine Telefonzelle. Oh, kann man da gleich sein Geld abheben? Mhm, ja, praktisch. Umkicken, umkicken, alle umkicken. Mülltonnen, ganz wichtig. Hier sieht man auch wieder, kann nicht durchgucken, kommt somit auch nicht rein. In diese kann man reinlaufen. Die Kirche ist begehbar. Das Krankenhaus, wie gesagt, ist begehbar, aber nur aufs Erdgeschoss. Man kann auch aufs Dach über die Leitern. Dann gehen wir kurz hier durch. Da hinten kommt das, genau, dieses Orangenhaus ist begehbar. Die Schule ist begehbar. Ja, es gibt diese Selbstmordhäuser, diese kleinen Blockhütten, die sind begehbar. Vorne dieses Eckhaus, wie auch immer jemand das bezeichnet, ist begehbar. Supermärkte sind begehbar. Ja, und ansonsten, wie gesagt, guckt einfach in die Fenster. Alle Fenster, wo man nicht durchgucken kann, kommt man nicht rein. Da müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so lang drüber herfallen. Hier Schule ist, wie gesagt, begehbar. Dieses Eckhaus ist begehbar, Supermarkt. Ist hier wieder nicht. Und ja, natürlich immer die schön die Mülleimer umtreten. Und dann klappt es auch mit dem Nachbarn. So, sollen wir noch schon eine Runde fliegen? Flatternd.